Ein Erlebnis hatten wir mal, da sind wir an Intershop rangefahren und hatten uns da also auch die erlaubten Zigaretten gekauft. Und mein Mann stellte sich mit dem Auto so vor den, gar nicht weiter hingeguckt. Und als ich wieder rauskam, auf einmal wollten wir losfahren, auf einmal steht ein Fuppo neben unserem Auto. Ja, und Papiere bitte und so. Und man war zu dem Zeitpunkt schon so weit, dass man wusste, es Widerstand zwecklos. Also Papiere okay und so. Und dann sagte der zu meinem Mann, Sie wissen, dass Sie auf einem Busparkplatz stehen. Ja, sagt mein Mann, wahrscheinlich wirklich übersehen. Kann sein. Naja, sagt der Fuhrpo dann zu meinem Mann. Hat er so sein Buch aufgeklappt, mein Mann seine Papiere. Meinte der, naja, sagt er, will ich mal nicht so sein, haben Sie 10-Mark-Schein, also D-Mark damals ja noch. Legen Sie mal die 10 Mark hier in das Buch rein und dann gab er ihm die Papiere wieder und nächstes Mal passen Sie besser auf. Ja gut, okay, wir haben es, was sollten wir machen, ne? Man wusste ja, man hatte ja von anderen Menschen, von Bekanntenkreis und Familienkreis genügend gehört, dass man dieser Willkür da ohnehin ausgeliefert ist und Widerstand ohnehin sinnlos war. Ja, das war das einzige Erlebnis, was wir auf der Transitstrecke mal hatten, also im negativen Sinne. Negatives Erlebnis hatten wir mal, als wir dann die ersten Male in die DDR gefahren sind, als wir dann mit dem Passierschein einreisen durften. Ne? Einmal nach Berlin, West-Berlin, nach Ost-Berlin rüber, einfach aus Neugierde und dann hat sich irgendwann mal eine ganz, ganz entfernte Cousine, das ist eine Nichte von meinem Großvater gewesen, in Frankfurt-Oder lebte die. Und die hat sich dann irgendwann mal gemeldet und dass es die da gibt und so. Und dann sind wir da mal nach Frankfurt-Oder gefahren. Und da musste mein Mann dann zur Leibesvisitation. Und hat dann aber das verdammte Glück gehabt, dass die Kabine gerade besetzt war. Da hat er dann aber auch, meine, wir hatten jetzt nichts, wie gesagt, wir haben uns immer Möglichkeit ganz brav verhalten, um jede Konfrontation zu vermeiden. Das, was die so angestellt haben, hat schon gereicht. Ne?